zu einem Riesenpech für den Augsburger Keeper. Aber dafür hat er die Gewissheit, dass er in jedem Jahresrückblick dieser Saison auftauchen wird. Schauen wir nochmal hin. Da lenkt er das Ding an Pfosten und dann Patsch vom Oscholek. Und dann können auch irgendwann die Augsburger Fans mal darüber schmunzeln. Denn am Ende war es so, dass Marvin Hitz weitermachen konnte. Wurde kurz behandelt und irgendwie ging es dann wieder für den unglücklichsten Torschützen dieser Bundesliga-Saison. Marvin Hitz. In Mainz war alles kunterbunt.